Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Pro7-Wetter. Minus 4 Grad in Hamburg heute Morgen, 35 cm Pulverschnee auf der Zugspitze, das hat mit goldenem Oktober nichts mehr zu tun. Die Kälte aus dem hohen Norden verschont in Europa inzwischen nur noch Griechenland und die Türkei. Hier gab es mit bis zu 30 Grad nochmal richtig Sommer. Aber den beenden diese Gewitterwolken auch dort allmählich. Bei uns tröstete die Sonne wenigstens von Norddeutschland bis Hessen etwas über die mageren Temperaturen hinweg. Auf der aktuellen Wetterkarte sehen Sie, dass immer noch die Bahn frei ist für Kaltluft vom Polarkreis zu uns. Das kräftige Hoch vor den britischen Inseln macht auch morgen keine großen Anstalten, sich nach Deutschland auszudehnen. Deshalb kommt morgen Nachmittag schon die nächste Wolkenfront nach Norddeutschland. In der Nacht wechseln Wolken- und Sternenhimmel. Am ehesten schneit es noch in Alpennähe etwas. Tagsüber kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Im Stau der Mittelgebirge und den Alpen hängen verstärkt Wolken. Hier sind auch ein paar Schneeschauer drin. Morgen früh fühlen Sie sich wieder in den Winter versetzt. Örtlich gibt es Frost und Reif, auf den Straßen zum Teil Glätte. Fahren Sie also entsprechend vorsichtig. Am Tage schaffen es die Temperaturen wieder nur auf 4 bis 8 Grad, am Rhein vielleicht sogar auf 10 Grad. Die Wolken überwiegen morgen Mittag in Berlin. In Dortmund und Koblenz haben Sie etwas mehr Aussicht auf Sonnenschein. In allen drei Städten werden es höchstens 8 Grad, aber das sind wir ja inzwischen gewöhnt. So viel zum Wetter, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen um die gleiche Zeit wieder. Jetzt geht es weiter mit dem Pro7-Tagesbild.